dann weiter bei Papers, Please. Collect. Beim letzten Mal, ja. Ist was Besonderes und kollektische Staatschef legt ein Schwert ein. Durchsuchungen an der Grenze ohne rechtliche Grundlage. 13. November 82. Arztotzker Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Inspektor Kollechen haben formell Beschwerde einreicht. Diplomat vertraute Geschäften in höchster Ebene eintreffen. Automatische Besuchungen von... Ja, nicht länger toleriert. Und diplomatische Akkreditierung. Okay. Alles klar. Diplomatenausweis und so kennen wir ja schon. Das Zweck ihrer Reise. Meine Anwesenheit wurde hier verlangt. Ja. Anna Vivreno. Passt. Passnummer JP1K4. Ja, das passt auch. Arzt Dotzka darf sie rein. Bis 83 gültig. Passt schon so. Weiblich. Dann viel Spaß. Oh, bla. Dann viel Spaß bei der Diplomatie. Machen Sie ja keinen Ärger. Darf natürlich ganz vor als Diplomat. Papiere bitte. Als Zweck der Reise. Bin auf der Durchreise. Dauer des Aufenthalts einige Tage. Darf rein. Ja. Johann Erikssoni. Oder B9081. Ja, das passt schon so. Name passt eigentlich. Gucken wir nochmal kurz. Ja. Geräte bit männlich. Das scheint auch eigentlich halbwegs zu stimmen. Bis 83, ja, komm. Der war, der wollte nur Transit. Gut, dann darf er durch. Ach, guck mal, da haben wir ja wieder Papiere. Ich schon wieder. Karte Region, ich brauche aber leider hier. Einreisegenehmigung gilt hier nicht. Nein! Die haben mir so ein Geld verkauft, der meinte, die ist sehr gut. Schau ihr nochmal genau hin. Tut mir leid, aber ich kann die nicht durchlassen. Kommen Sie ja nicht wieder, haha. Du bist ein netter Kerl, aber die geschäftlichen Arzt trotz ganzer Tun. Ich hol mir die rechtlichen Papiere, kommen dann bei dir vorbei. Ja, schönen Tag mal so. Ich mag ihn ja so ein bisschen, aber leider kann ich mir nicht so viele Fehler erlauben. Zeige Reise, Diplomat, okay. Darf nicht hier rein. Oder? Ja. Für Akkreditierung gilt hier nicht in Astotzka. Klären Sie das mit dem Fortgesetzten. Ja. Hier, kannst du gleich mit ihm reden. Einmal mit befüllen, halten Sie sich eigentlich. Raus. Direkt mal einer, bei dem es nicht gepasst hat, ey. Puh. Papiere bitte. Der Orden erwartet Sie. Hitzig, ja. Das war auch die, wo uns beim letzten Mal diese große Geldspende gegeben hatten. Füllen wir gerade mal so ein. Zweck ihrer Reise, Transit für einige Tage bis abgelaufen. Das Dokument ist abgelaufen. Ich hatte zu tun. Ah, das ist leider keine Ausrede. Sie dürfen hier nicht durch. Nächster bitte. Papiere bitte. Zwecke Reise, will arbeiten für 60 Tage, also 2 Monate, passt. Gucken kurz auf den Namen. Na 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 na. Ja, hier passt schon mal. Bis 2 Monate, bis 83, ja, das passt schon so. Dann gucken wir kurz mal hier auf den Namen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, passt. Ist weiblich, gucken wir mal, weiblich passt, ne? Ja. Kleiner Mario. Mario. Ja, das passt schon so. Ja, kann durch. Machen Sie ja keinen Ärger. So, wenn aber dieses Mal. Zwecke der Reise, kommen nur hier durch für 2 Tage, ja, passt im Bohr. Gucken wir kurz auf den Namen, bla bla bla, bla bla bla, passt bis, bla, kurz auf die Nummer, überfliegen, ja, das passt, das ist schon korrekt, ja,
Passt eigentlich auch so alles hier. Das Bild scheint zu passen, kommt daher, bis 84 gültig. Ja, durch hier. Nächster. Muss es ein bisschen beeilen hier leider. 84, also passt euch die Größe? Ja. 1,85, 84. 6.1.40. Männlich, das Bild passt auch, ne? Ja, gut, kann durch. Name hat auch gepasst, ja. Ja, passt. Papiere, Zwecke, Reise. Ich bin hier, um zu arbeiten. Dauer des Aufenthalts? 30 Tage. Ein Monat, okay. Ah, das scheint zu weit zu passen. Gucken wir kurz auf die Nummer. Die nicht stimmt. Hier liegt eine Diskrepanz vor. Bitte lassen Sie mich durch. Nein. Warten Sie hier. Was ist denn jetzt los? Raus. Ach, Knast. Das ist los. Papiere. Zweck Ihrer Reise. Bin Diplomat. Darf hier rein. Das Bild, es ist anders. Ich habe mich nicht gerade gut gehalten. Ah, dann zeigen Sie mir Ihre Fingerabdrücke her. Da. Kein Alias entdeckt. Ja. Bei Ihrer Identität liegt da, kann ich keine Übereinstimmung sehen. Bitte lassen Sie mich durch. Nein, das ist immer knallhart. Einen Moment bitte. Was tun Sie da? Ja, raus. Das tun wir. Papiere bitte. Zwecke Ihrer Besuch, Aufenthalt 14 Tage. Gucken wir kurz, ob das Bild passt, ne? Lukas Heisel. Ja, die Nummer. Bla 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 bla. Passt, 2 Wochen waren es, ne? 14 Tage, ja. Okay, dann passt das schon mal soweit. Bis. Ja, geht auch. Oh nein. Männlich, 41 bis 83, ja, passt schon. Machen Sie ja keinen Ärger, bitte. So, das Kranke braucht Medikamente. Wir haben uns nicht den Tag gerettet, ey. Ich sehe schon, das genaue Nachgucken hat mir immer so ein bisschen Zeit gekostet. Hat aber auch gerade so gereicht, ey. Hochrangige Kolleche ist ein Arzt Dotskanischer Spion. Als vermisst gemeldet, wahrscheinlich tot. Dezember 1982. Kann man was nachgucken? Oh. Dann nicht. Inspektor, Verdacht, bla bla, Ministerium Informationen enttarnt worden. Ministerium für Grenzschutz hat die Dienste als Vermittler angeboten, mehr dazu später am heutigen Tage. Ja. Gut. Leg den Scheiß da weg. Hallo? Bist du der Spion? Nein. Ich bin der Wächter hier. Mein Name ist Galensk. Die haben gesagt, ich kriege eine gute Position und schicke mich hierher. Das ist also der Dank. Und jetzt verdiene ich so gut wie nichts. Ah, das ist scheiße. Also, als ob wir anderen hier mehr verdienen. Ja, aber pass mal auf. Ich kriege einen kleinen Bonus, wenn du Leute einbuchtest. Je mehr du einbuchtest, desto mehr kriege ich. Also fair ist das nicht, oder? Du solltest auch was kriegen. Also ich werde dieses kleine Problem lösen. Für jeweils 2 Leute, die du einbuchtest, kriegst du 5 Credits von meinem Bonus. Fliegt für mich wie ein gutes Geschäft. Du kriegst dein Geld, sobald sie mich bezahlt haben, machen wir das Beste daraus. Ja, machen wir so. Alles klar. Papiere. Zwecke der Reise, nur zu Besuch. Für
einen Monat und irgendwie sehen sie anders aus. Fällt mir direkt auf hier. Das Bild ist anders. Das ist ein altes Bild. Na dann, sagen sie mal her. Fingerabdrücke. Gucken wir mal. Sind das denn die gleichen? Ja, okay. Dann hat er recht. Dann will ich nichts sagen. Dann haben sie sich aber echt sehr verändert, ey. Kein Rock. Bis 84 gültig. Männlich. Gucken wir auf die Nummer. Bla 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 bla. Passt soweit. Ein Monat. Bis, ja, das passt eigentlich auch. Ja, passt schon. Können wir durchlassen. Papiere, Reise und da fehlt schon wieder was. Eine Einreisegenehmigung. Einreisegenehmigung fehlt. Die konnte ich mir nicht mehr besorgen. Ja, dann tut es mir leid, aber nein. Nächster. Ha, wie viele Leute man immer abweisen muss, ist furchtbar. Papiere bitte. Ich habe nicht viel Zeit. Hier, nehmen Sie die. Passen Sie heute darauf auf. Ich werde von einem Hochstapler verfolgt. Bitte tun Sie, als hätten Sie vom Ministerium für Information, aber das ist glatt gelogen. Wenn ich nach Papieren frage, geben Sie stattdessen das hier. Bloß nicht verwechseln. Frag mich ja, was passiert, wenn ich es verwechsel. Gucken wir einfach mal. Ich lege mal beide hin und dann schauen wir mal, was passiert. Zweck Ihrer Reise, Arbeit, Dauer des Aufenthalts, bleibe für immer. Stimmt da was nicht? Zeiträume des Aufenthalts stimmen nicht überein. Gut, ich bleibe einen Monat. Ja, das glaube ich Ihnen jetzt erstmal so. Jensa, ja, Muljetski, ML, bla bla bla, passt. Bis 1.2.83, ja. Gucken wir kurz mal hier. Passt denn auch die Nummer? EAO, MT, bla, ja, passt. Gucken wir kurz auf den Namen. Muljetski Jensa, ja, weiblich, das Bild passt ungefähr. Kann, glaube ich, durch. Ja, der passt aktuell. Ja, gut, dann bitteschön. Guck mal einfach mal, wen der beiden ich da gebe. Ich habe das nämlich schon wieder so ein bisschen vergessen. Zwecke Reise, ach, Arzgotzke einwandern. Okay, Einwanderer hat er gesagt, ne? Ja. Bis 82 ist okay. Andrev Detring. Ja. DG95W6 TL89, ja, passt. Du bist aber nicht weiblich, Kollege. Sind Sie eine Frau oder ein Mann? Warum fragen Sie? Oder durchscannen. Sie sehen mir halt sehr männlich aus. Ist aber ein Mann. Sachen gibt's. Ja, das ist ein Mann, Moment. Da gibt's ein Problem mit Ihren Papieren. Wovon reden Sie? Arrest! Sie sind ein Mann und keine Frau. Nächster. Und ich habe Geld für einbuchten. Ihre bitte. Ihre Papiere. Ich komme vom Ministerium für Information. Sie haben was für mich. Dann kaum die hier. Perfekt. Ich weiß nicht mehr, welche waren. Vielleicht habe ich jetzt die richtigen gegeben, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Freunde besuchen. Aufenthalt. Ein paar Wochen. Ja, das passt eigentlich bis 82. Joa. Lars Nilsson. Das ist aber... Okay. D, bla bla, Q, NS, C14. Bis 13.12. Ja, das passt soweit. Lars Nilsson. Männlich. Das Bild passt ungefähr. Bis 84 gültig. Ja, viel Spaß hat Zotzka. Nächster bitte.
Papiere bitte. Dreckskormen. Das passt. Ist der 1,70 groß? Gut, passt. 80 Kilo ist auch okay. 8.7.43, ja, das passt. Männlich, ist 83 gültig, ja, sieht gut aus. Die Bilder passen auch überein. Ungefähr, ja, komm, das durch. Mein Name ist Drex Kormann. Sie haben etwas, das mir gehört. Keine Ahnung, habe ich das? Was denn? Sehr gut. Ach, das. Schnell, lesen Sie. Arzt Dutzgasse. Korruption, Führung, bla bla, kennen wir schon, ja. Verlieren Sie es ja nicht. Ach, das ist auch so ein Terroristendude. Oder Revolutionärer. Was hat er gemeint? Papiere bitte. Zeugige Reise, Diplomat. Okay, davon hat Stotzka rein, das passt schon. Jakobsen, ja. Mathilde, ja. JJSW5, PCUKD, bla bla, ja, das passt eigentlich soweit. Bis 82 gültig. Warte mal. Der ist abgelaufen. Sie können nicht mit abgelaufenen Dokumenten anreisen, davon weiß ich nichts. Ich aber. Und ich weiß, dass ich sie deswegen ablehne. Scheiße! Ich hätte gern noch einen gemacht. Das war knapp. Kabine verbessern, Leertaste, Berufsmodus. Können wir eigentlich noch machen. Komm. Aber hey, wir können alles bezahlen, Gott sei Dank. Dann können wir die 5 Dollar auch in Kabinenverbesserung packen. Golächen räumt auf. Innere Machtkämpfe. Dutzende aufgrund gefälschter Beweise spurlos verschwunden. 2. Dezember 1982. Die Parts sind jetzt im Glück relativ klein und man kann da relativ gut aufräumen. Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche, Inspektor. Heute wird Ihnen Abteilungsleitung für den Distrikt Ostchristin einen Besuch abstatten. Legen Sie bestmöglich Verhalten an den Tag. Okay. Perfekt. Nun. Sie sind der Inspektor. Ich bin hier für Sie verantwortlich. Wir haben 11 Verweise bekommen. Vielleicht war das ein Fehler, Sie auf die Lotterie zu verlassen. Hier zur Motivation. Hängen Sie sich an die Wand. Ich komme in 10 Tagen wieder. Machen Sie mir keine Schande. Es lebe Arzt Dutzka. Dienst nach Vorschrift. Na gut, nächster bitte. Ich finde es übrigens voll cool, dass man jetzt so regelmäßig herziehen kann. Und Ihr Reisetransit. Dauer des Aufenthalts bleibe hier ein Jahr. Bernard Melatzky, MAL. Passt. Die Nummer. Passt. Was war Transit von... Ja. Da stimmt aber was nicht. Die Zeiträume des Aufenthalts stimmen nicht überein. Das war ein Fehler. Ich bleibe nur 2 Wochen. Ja, gut. Dann passt's wieder. Bis 30.12. Ja, der darf rein. Gut, dann gucke ich hier einmal hier drüber. Bernhard, blablabla, 83. Ja, scheint gut zu sein. Sieht auch richtig aus. Können durch. Weiter geht's. Papiere bitte. Was ist der Zweck der Reise? Besuch. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe 12 Wochen. Ja, 12 Wochen. 3 Monate. 4, 8, 12. Ja, passt. Ja, kurz gucken. Blablabla. Name. Passt. Seriennummer. Passt. Besuch 3 Monate. Darf rein. Gut. Ist der auch nicht abgelaufen? Nee. Das Bild scheint... Passt doch, oder? Ja, das Bild passt. Dann darf er rein. Ist nicht abgelaufen, ja. Bitteschön. Nächster bitte.
Zweckige Reise, nur zu Besuch und jetzt haben wir ja was, was sie fehlt. Sie brauchen eine Einreisegenehmigung, der Herr. Wo ist Ihre Einreisegenehmigung? Habe ich verloren. Ja, das lasse ich nicht gelten. Nein. Ich werde nicht gehen. Dann lasse ich Sie gehen. Sie haben die Abfertigung. Sie halten die Abfertigung auf. Ich will aber nicht. Ich fress. Fass mich lieber an, sonst explodiere ich wie ein wilder Tiger. Ich habe jedes Recht, die Welt nach Hatzoskein zu reisen. Glaubt wohl, dass ich ein Scherz, Tiger. Lass mich durch. Au. Nächster. Warum denn so schwer? Sie hätten einfach gehen können. Papiere. Zweck ihrer Reise. Kommen wir hier nur durch. Stimmt aber hier was nicht. Die Einreisegenehmigung ist zwar eine Arbeitssuchende. Gut, ich bin hier, um zu arbeiten. Warum sagen Sie es dann, wenn es dann dran steht? Aber gut. Mascha. Gotsurek, keine Ahnung. Bla bla bla. Ja, das passt. TN 12 Uhr, TN bla bla. Ja, das passt eigentlich auch soweit. Gut, dann kann man das hier mal kurz gucken. Mascha. Landwirtschaft bis 1.1.84. Ja, kommt hin. Weiblich, das Bild scheint auch zu passen. Ich glaube, sie dürfen durch. So, nächster. Papiere, Zweck ihrer Reise, kommen hier nur durch. Für wie lange? 14 Tage, okay. Darf die noch durch? 12.11. darf es nicht. Abgelaufen. Ihr Dokument ist abgelaufen. Ich konnte jetzt erst kommen. Ja, das tut mir leid, aber das kann ich nicht akzeptieren. Das wissen Sie genau wie so gut wie ich. Strenge Gesetze in Astotzka. Kann das leider nicht so sein. Es tut mir leid. Ach, guck mal, ihr schon wieder. Papiere bitte. Unsere Agenten sind bereit. Ab morgen. Lassen Sie sie passieren. Okay. Ich glaube, das machen wir mal. Papiere bitte. Gut. Rakotzi Romunia. Oder Ramunia, keine Ahnung. Passt. 7.1.50, 1,80 Meter groß. Für eine Frau, hui, das ist aber groß. Aber das passt schon. 58 Kilo ist auch okay. Bis 83 gültig. Das Bild. Prüf mal kurz, passt aber, ne? Ja. Passt schon. Darf durch. Es lebe Arztotzka. Nächster bitte. Okay, gucken wir mal. Odonowski Koschei. 8.7.48. Männlich. Bis 83 gültig. Gucken wir kurz mal das Bild an. Ja, das passt soweit. Horvetsch, ist es nicht abgelaufen? Ah, darf durch. 78 Kilo, ist okay. Gut, dass die Frau gerade größer war als der. Ich meine, das gibt's, aber ungewöhnlich. Ich kenne nicht so viele Frauen mit 1,80 Meter. Zweck der Reise, Familie besuchen. Dauer des Aufenthalts, 30 Tage. Familie besuchen war es, ja. Freunde besuchen, 30 Tage, ja, passt. Bis 82 darf sie rein. 17.12. ja, sieht gut aus. Na 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 na. Guide. Oh Gott, der Name ist viel zu lang. Longstrovia. STROVA. Passt. Darf durch, so. Na na. Bild scheint auch zu passen. Ja, ich glaube, da haben wir nicht viel gegen auszusetzen. Weiter geht's. Ah, Ablaufdatum, scheiße. Egal. Astrudio. Astrudilo. Leonid. Bis, also 8.7.44 geboren. 1,73. 108 Kilo. Heute. Ihre Körpergröße ist anders. Das ist doch nur eine natürliche Schwankung. Ist das so? Dann zeigen Sie mal her.
Passt aber, okay. Ist also doch der gleiche, dann ist es doch eine natürliche Schwankung. 103 Kilo, das... Ne, 108 Kilo, das passt dann wieder. Männlich. Bis 84, ja, scheint zu passen. Habe ich nicht viel gegen auszusetzen. Nein, ich hätte noch gerne einen abgefertigt. Buh! Scheiße. Für die Heizung hat es nicht gereicht. 5 Dollar hat gefehlt. Scheiße. Das ist ärgerlich. Heute müsste der erste Spion kommen an Tag 11. Ich kann mal gucken, kurz, wie der heißt. Ich kann da mal kurz googeln. Mikhail Saratov. Okay, gut, können wir mal machen. Wir mal schauen, was passiert. Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz. Kaum Auswirkungen, wenige Gegenstände. Ah, geht später das Volk aus. Ich würde sagen, wir sehen beim nächsten Mal Papers, Please, wieder. Bis dann.